Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Damit geht's rein in die neue Episode. Wir sind am Start mit Folge 256. Piraten-Arc ist vorbei. Wir gehen rein in die Übergangsfolgen, die wahrscheinlich alle Much werden. Holy shit, heute Albtraum-Edition, heute absolute Höllenfolge, denn wir bekommen die Kombination aus Shoujo und Inojin, zwei der schlechtesten Charaktere aus Boruto. Diese Folge ist so sinnlos und so dämlich, Digga, das ist einfach nur traurig, die Leute von Studio Pierrot oder wer auch immer solche Folgen schreibt, der sollte den Job verlieren, meiner Meinung nach, weil das einfach zu gar nichts führt. Also der einzige Grund, warum solche Folgen existieren, ist, damit der Anime gestreckt werden kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man noch dümmere Folgen schreiben kann. Diese Folge hat legit überhaupt keine Funktion. Da kannst du nichts draus ziehen. Die Charaktere machen eine Rückentwicklung und das ist es einfach. Also das ist nicht das erste Mal, dass das hier passiert im Anime. Ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie sagen, kein Bock mehr, so mäßig. Wir werden in der zweiten Hälfte von 22 definitiv wieder einige Folgen auf dem Niveau bekommen, was ich schade finde. Ich kann am Ende auch nur mit dem arbeiten, was ich bekomme. Dementsprechend natürlich versuche ich ein bisschen was rauszuziehen und zu verteidigen, aber man kann auch nicht alles verteidigen. Dementsprechend das hier wieder eine Rant, Müll, Charaktere, Müllplot, Müllepisode. Kommen wir zu den zwei Dingen, die vielleicht etwas angenehmer waren, aber auch die fand ich nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Und zwar Opening und Ending. Ending, ja, Sarada-Ending, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. War auch ein bisschen random, weil das überhaupt nicht zum aktuellen Vibe vom Anime passt. Ich weiß sowieso nicht, was der aktuelle Vibe vom Boruto-Anime ist, nach dem letzten Arc. Boruto-Opening fand ich auch nicht so nice. Vielleicht ist das so ein Ding, was man öfter hören muss, weiß nicht. Song hat mich jetzt nicht so berührt oder fand ich jetzt nicht so hype-mäßig oder sowas. Wenn man schon so Sachen vorwegnimmt, wie im Opening, dass Kawaki sein Karma mal wiederbekommt mit der ganzen Ishiki-Transformation mit dem Horn und so weiter, dann hätte man auch Code zeigen können. Also verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Vor allem, wenn wir letzte Woche schon den Leak bekommen haben, wo gesagt wurde, dass wir Vorbereitung auf den Code-Arc aus dem Manga bekommen. Also einen Pre-Arc oder Episoden oder wie auch immer. Ich denke trotzdem, dass wir in der zweiten Hälfte von 22 noch einige Episoden bekommen, die auf dem Niveau von heute sein werden. Also absoluter Müllhaufen. Nächste Woche kommt Konohamaru dran. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Es wird ganz schwierig. Also wir machen uns auf jeden Fall ein bisschen lustig darüber. Das sollte klar sein und natürlich auch nur mit Humor nehmen. Die Leute, die sich persönlich angegriffen fühlen, was weiß ich, ist mir egal. Am Ende des Tages, weiß ich nicht, brauche ich den Leuten nicht erzählen, dass Shoujo, Konohamaru, Inojin alles Müllcharaktere sind, weil die letztendlich nichts dazulernen über 250 Episoden lang, sondern sich vom Charakter her einfach zurückentwickeln und in 2 Sekunden ihren Charakter selber beschreiben. Denn Inojin und Shoujo sagen beide in dieser Episode, dass sie für Shikadai ein Klotz am Bein sind, was ich schon 3 Jahre zuvor meinte und sich bis heute immer noch bestätigt. Die beiden sind Idioten, können gar nichts alleine hinbekommen, essen in der Folge die ganze Zeit Ramen und machen sonst gar nichts. Worum geht es in der Folge? Shikadai ist aus Team 10 der Überboss und die anderen beiden sind übel schlecht, deswegen kriegen sie eine Mission. In der Mission sollen sie sich um einen Typen kümmern, der aus Kumugakure kommt und der gefährlich ist. Das Ganze stellt sich aber als Fehler vom Chakra-Team heraus, wo ich mir dann denke, okay, irgendwie wack, keine Ahnung. Die beiden gehen dann zu dem Typen hin, finden ihn dann, Missverständnis, er ist ein Ramenverkäufer und die essen die ganze Zeit Ramen. Dann gibt es eine richtige Verbrecherbande, die irgendwelche Datenträger klauen oder sowas, irgendwie Mimis Speicherkarte oder sowas. Und diese gerät dann auf Unterhasenbasis an den Ramenverkäufer, weil die irgendwie zusammenknallen, zusammenstoßen. Dann finden Shoujo und Inojin, nachdem sie diese richtige Bande außer Gefecht gesetzt haben, die Speicherkarte in der Gewürzmischung, weil sie Ramen essen. Das ist dann auch Grund genug für Shikadai zu behaupten, dass die beiden ja so wichtig für ihn sind und dass sie kein Klotz für ihn am Bein sind, obwohl diese Tatsache oder dieser Punkt nur auf Glück basierte, weil sie Ramen gegessen haben, Shoujo diese Gewürzmischung rausholt und dort Mimis Speicherkarte drin ist.
die ja so wichtig ist, bla bla bla. Die haben literally nichts gemacht in dieser Episode. Keine Charakterentwicklung, gar nichts, nichts, wo irgendeine tiefere Bedeutung steckt. Die Folge kannst du 20 Mal überspringen, nicht mehr normal. Ja, ich behaupte mit absoluter Arroganz, dass ich bessere Folgen schreiben könnte. Die könnte jeder besser schreiben. Das ist einfach nur Müll. Digga, nach 250 Episoden, nach 5 Jahren mittlerweile, kannst du mir nicht mehr solche Episoden vorsetzen. Und das war, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass wir solche Folgen zu solchen Charakteren bekommen haben. Preview Time, nächste Woche geht's dann um Konohamaru. Hab schon vergessen, dass der Charakter überhaupt noch in der Serie existiert, seit er aus seinem eigenen Team geflogen ist. Keine Ahnung, fühle ich nicht so, dass er jetzt Hokage spielen soll, weil Naruto Himawari versprochen hat, dass er sich nicht voll blamiert. Alles irrelevant, Konohamaru, der ein bisschen Screentime kriegt und wahrscheinlich das einzige Mal in seinem Leben den Hokage-Mantel überhaupt in echt berühren wird. Außer vielleicht zu der Situation, wo Naruto zum Hokage wurde. Da hat er ihn ja quasi auch ersetzt, weil er verpennt hat, also Naruto dementsprechend. Was auch ein bisschen dämlich war, aber das liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit. Meint ihr, ich rede hier auf Ernst über irgendwelche komischen Rahmensuppen und sag, wie sinnvoll das für Shoujo und Inojin als Charaktere ist oder dass sie jetzt was aus der Folge gelernt haben? Nee, die Alte frisst auch noch in 3 Jahren Kartoffelchips und Inojin wird auch noch in 3 Jahren irgendwelche Mickey-Maus-Zeichnungen machen. Sein eigener Vater hat ihn abgestoßen und lieber einen random fucking Kakashi-Fake-Klon trainiert als seinen eigenen Sohn. Das kannst du nicht ausdenken. Hoki Ehrenmann, Grüße gehen raus an den Typen. Er ist nie da, aber er ist der beste Nebencharakter überhaupt, weil er das Foto-Sharingan hat. Alle heulen über Denki oder Iwabe oder so rum. Und ja, die sind nicht wirklich strong, auch wenn die im letzten Arc vorkommen ein bisschen. Und ein bisschen auf Pfadfinder machen, ein bisschen auf Wischiwaschi, Shinobi und so. Aber die sind nicht mal die schlimmsten Charaktere. Real Talk nicht. Also Shoujo, Inojin, die wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, wesentlich mehr Fokus, sind viel schlimmer. Jetzt ganz ehrlich, ich will auch ein Zeichen setzen. Shoujo, Inojin, Konohamaru, ewiger Teufelsdreier aus Boruto. Die ficken meinen Kopf seit 5 Jahren und ich weiß nicht mehr, was ich noch zu denen sagen soll. Es ist alles eigentlich schon gesagt. Die bleiben ja bei dem dümmlichen Charakter, den sie haben. Am Ende wünsche ich mir einfach, dass Code vorbeikommt und die alle umbringt. Kannst du keinem erzählen. Mehr habe ich zu der Folge nicht zu sagen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie sehr ihr euch auf die Folge nächste Woche mit Konohamaru freut und wie nice ihr den findet. Dementsprechend wäre es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein. Schönen Sonntag. Bis dann und ciao.